Es ist ein Handgriff, den die Mitarbeiter des Sana-Herz-Zentrums täglich mehrere Dutzend Male machen. Die Händedesinfektion hilft dabei, das Risiko von Infektionen zu verringern. Speziell beim Umgang mit Patienten müssen die Mitarbeiter ihre Hände desinfizieren. Aber auch bei einfachen Arbeitsschritten muss daran gedacht werden. Das, was man immer nicht beachtet, ist auch vorm Anziehen und auch nach dem Anziehen von Handschuhen muss man auch eine hygienische Händedesinfektion durchführen. Weil die Handschuhe sind Schutzhandschuhe, sie sind aber nicht hundertprozentig dicht und somit kann es immer sein, dass meine Hände kontaminiert sind, auch nach dem Ablegen von Handschuhen. Und um diesen einfachen Handgriff immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, gibt es beim Sana-Herz-Zentrum einen Aktionstag im Rahmen der Aktion Saubere Hände. Alle Mitarbeiter der Klinik können sich hier über das Thema Händedesinfektion informieren und das Wissen auch direkt anwenden. Unter einer UV-Lampe wird genau gezeigt, welche Partien der Hand noch nicht genug desinfiziert sind. Mikrobiologische Platten zeigen, wie sauber die Hände vor und nach einer Desinfektion sind. Solche Schulungen macht das Sana-Herz-Zentrum mehrmals im Jahr. Und wir müssen auch unsere Mitarbeiter immer wieder schulen, dass die Händedesinfektion durchgeführt wird, dass die Verbandswechseln richtig durchgeführt werden, dass auch die Händedesinfektion vor und nach den Verbandswechseln durchgeführt werden muss, um eigentlich unsere Infektionsrate so niedrig wie möglich zu halten. Und der Verbandswechsel stand heute besonders im Mittelpunkt. Denn hier ist das Händedesinfizieren besonders wichtig, speziell während des Wechsels. Und es erfolgt eine Händedesinfektion. Man kann jetzt sich auch sterile Handschuhe anziehen und mit den Tupfer und so arbeiten. Oder man verwendet eine Pinzette. Ich ziehe mir jetzt trotzdem noch Handschuhe an, sind aber in dem Fall nicht unbedingt notwendig. Nach dem Verbandswechsel wieder Händedesinfektion. So sorgt das Sana-Herz-Zentrum mit einem einfachen Handgriff dafür, das Risiko für Krankenhausinfektionen zu verringern.